Hey, Senor! Nur Gäste, die von Madame Rosie persönlich eingeladen wurden, dürfen eintreten. Wird heute schon wieder gespielt? Ich hatte den Eindruck, dass das nur für gestern zutraf. Aber ich habe noch die Spielmarke, wenn Sie sie sehen wollen. Ach, Sie sind's, Senor. Ich habe Sie nicht sofort erkannt. Treten Sie ein und machen Sie, was immer Sie wollen. Danke. Nicht sofort erkannt. Ich glaube, wir sind der einzige Nicht-Mexikaner hier und er hat uns nicht erkannt. Ich meine, man erkennt ja schon einen... Ist der Martin Holen ein Deutscher gewesen? Ich weiß gar nicht, was ist Martin Holen eigentlich? Ist er ein Deutscher? Ja, oder? Ich habe das jetzt echt nicht mehr im Kopf, wo der herkommt eigentlich. Ich weiß nur, dass wir nach Prag gefahren sind am Anfang. Ich glaube, er kommt aus Deutschland. Und man erkennt ja wohl einen Deutschen von einem Mexikaner, wenn man davon mal ausgeht. So, wir gehen jetzt in den Pub. Das ist einer von ihnen. Wie konnte er mich so schnell hier finden? Es ist zu spät, um zu verschwinden. Ich habe jetzt nur die Wahl herauszufinden, warum er mit mir sprechen will. Kommen Sie näher. Ich habe Sie erwartet. Überrascht? Was wollen Sie von mir? Das verstehe ich als ein Ja. Aber lassen Sie mich alles erklären. Sie sehen einen gebrochenen alten Mann vor sich, für den im Leben alles schiefgelaufen ist. Ich war naiv, zu hoffen, meine Arbeit nach so vielen Jahren beenden zu können. Ja, genau so ist es. Ich bin ein alter Einfallspinsel. Warum wollten Sie mich treffen? Ich weiß, dass Sie mir wahrscheinlich nicht glauben werden. Aber ich will wieder gut machen, was ich verursacht habe. Und Sie warnen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Sie versucht haben, mich zu töten. Und jetzt sagen Sie, dass Sie mir helfen wollen? Ja, Sie müssen mir glauben. Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich nichts mehr zu verlieren habe. Meine Arbeit muss mit mir sterben. Angenommen, ich würde Ihnen zuhören. Was soll ich für Sie tun? Sie müssen Weißer Bär aufsuchen, den Ältesten der Mayas. Nur er kann Ihnen den Weg zur letzten Maschine des Lebens weisen. Und die müssen Sie zerstören. Ich habe keinen Grund, Ihnen zu trauen. Ich werde auf keinen Fall mit Ihnen gemeinsame Sache machen. Das wäre ein Fehler. Sie haben meinen Onkel umgebracht. Warum zum Teufel sollte ich Ihnen trauen? Es sind die Hände meines Sohnes, an denen Blut klebt, nicht die meinen. Ich hätte Ihren Onkel niemals getötet. Ich respektiere Menschen, die wie ich ihr Leben der Wissenschaft gewidmet haben. Und wo ist Ihr Sohn jetzt? Das weiß ich nicht. Er hat sich entschieden, die Maschine des Lebens allein zu finden. Die Gier nach Reichtum hat seinen Verstand benebelt. Finden Sie Weißer Bär. Ich werde Ihnen zeigen, wo er lebt. Ich werde darüber nachdenken. Gehen Sie jetzt. Mein Leben neigt sich dem Ende zu. Aber Sie müssen weitermachen. Finden Sie die Maschine und vernichten Sie sie. Die Menschen sind noch nicht bereit. Das habe ich erst jetzt verstanden. Okay, ich werde ihn suchen und ihn anhören, aber mehr kann ich nicht versprechen. Tun Sie, was Sie tun müssen. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Mal ganz ehrlich, würdet ihr so einem Mann vertrauen, der euren Onkel getötet hat? Gut, es war sein Sohn, aber er spielte da ja letztendlich eine Rolle mit. Aber Martin, so gut wie der Herr ist, wird natürlich ihm vertrauen und die ganze Sache erledigen und uns mit auf die Reise nehmen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich wüsste nicht, ob ich so jemanden vertrauen würde. Hinten steht der Jeep schon wieder, den können wir bestimmt wieder benutzen. Ja, und dann fahren wir mal zum Weißen Bären. Ulkig, ich mitten in Mexiko. Ein Menschlein nach. Ich wusste nicht, ob es eine weitere Falle war. Aber etwas brachte mich dazu, daran zu glauben, dass es dieses Mal kein Hinterhalt sein würde. Mehrere Männer beobachteten mich von ihren Hütten aus, als ich die kleine Ansiedlung erreichte. Sie verhielten sich, als ob sie die Ankunft eines Fremden erwartet hätten. Und so betrat ich die größte aller Hütten, um Weißer Bär zu treffen. Komm näher.
Ich habe dich erwartet. Setz dich bitte. Sie wissen, wer ich bin? Ja, ich kenne dein Gesicht zwar nicht, aber die alte Prophezeiung wird sich bald erfüllen. Du bist der weiße Mann, der aus der Welt jenseits des unendlichen Meeres kommt. Der eine, der Bote, der die lange verschollenen Symbole des Lebens wieder zusammenfügt. Der weiße Fremde, der die Götter wieder zum Leben erweckt. Du bist der Bote der Götter. Ich glaube nicht, dass ich der Mann bin, von dem Sie reden. Ich kam nur her, um den Traum meines Onkels zu verwirklichen. Um zu beweisen, dass außerirdisches Leben existiert. Die Prophezeiung lügt nicht. Du bist hier, um wieder gut zu machen, was deine Leute vor so vielen Jahren zerstörten. Weiße Leute, du musst die Symbole des Lebens wieder vereinen, um Anunnaki zurück in die Welt der Lebenden zu bringen. Aber wie? Und welche Symbole? Du hältst zwei von ihnen bereits in Händen. Ich kann ihre Gegenwart spüren. Ja, das ist der große Schlüssel des Lebens. Alles, was jetzt noch getan werden muss, ist, das letzte Symbol zu finden und ihre Kräfte zu vereinen. Das ist das Ziel deiner nächsten Schritte. Die Prophezeiung irrt sich nicht. Was passiert, wenn ich alle drei habe? Bis es soweit ist, musst du nicht mehr wissen. Wenn die Zeit reif ist, werde ich dir sagen, was du so sehnlichst wissen möchtest. Wie finde ich den letzten Schlüssel? Ich darf die Prophezeiung nicht beeinflussen. Du musst deinen Weg allein finden. Mehr kann ich dir nicht sagen. Tja, und wir sind eigentlich nicht schlauer als vorher und es geht zurück ins Dorf. Die Reise zu Weißer Bär und zurück zum Dorf hat mehrere Stunden gedauert. Es ist jetzt an der Zeit, mich auf das Treffen mit Pedro vorzubereiten und mir eine vernünftige Ausrüstung zu besorgen. Eine Ausrüstung auch noch. Martin, du hast mich gerade noch unterbrochen, aber ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Deswegen sei das dahingestellt. Ich glaube, die Ausrüstung könnten wir bei George bekommen. So, ich hätte gerne eine Gitarre zum Kämpfen, bitte. Und Obst zum Werfen. Ich könnte ein paar Ausrüstungsgegenstände brauchen, auf die ich mich verlassen kann. Seile, Lampen, solche Sachen eben. Schon klar. Ich habe alles, was man für eine richtige Expedition braucht. Ich selbst habe schon genug Expeditionen unternommen. Ich weiß, François hat mir sehr oft von ihren gemeinsamen Reisen erzählt. Die guten alten Zeiten. Aber gut, heute ist heute. Ich werde alles für Sie bereit machen und es hier auf der Theke deponieren. Einverstanden? Perfekt. Danke. Ich war froh, dass ich mich nach diesem anstrengenden Tag etwas ausruhen konnte. Nachdem die Nacht über Mexiko hereingebrochen war, ging ich die Treppe hinunter, um die Ausrüstung zu holen, die George vorbereitet hatte. So, die Ausrüstung. Eine Tasche. Ich finde das niedlich, dass der hier nachts so ein kleines Lämpchen brennen hat. Okay, ein Seil, eine Lampe, ein Feuerzeug, wenn ich das richtig sehe, eine kleine Spitzaxt. Ach, ein Hammer ist ein Hammer, ein Feuerzeug, eine Lampe und ein Seil. Ja, okay, dann geht's auf, zurück zum Tempel der Morgenröte bei Nacht. Mach mal los, Martin, hier. So, der Jeep steht wie immer, den nehmen wir natürlich wieder. Auch schön, dass die Leute ihre ganzen Sachen wegräumen, bevor es irgendjemand klaut. Finde ich gut, gute Einstellung. Und da sind wir wieder. Psst, hier! Folgen Sie mir! Beeilen Sie sich, bevor jemand aus dem Lager uns sieht.
Sie haben ganz schön lange gebraucht. Ja, es ist eine lange Fahrt. Fangen wir an. Wo ist der Mechanismus? Keine Sorge, ich weiß, wo er ist. Ich halte mein Wort. Aber alles Gold im Inneren wird mir gehören. Abgemacht? Wie ich schon sagte, ja. Gut, fangen wir an. Was macht der da? Ach, der hat irgendwas gedrückt oder gedreht oder so, wa? Erstaunlich, hä? Und niemand weiß davon. Jetzt müssen wir herausfinden, was wir damit machen sollen. Ich werde mir etwas überlegen. Treten Sie beiseite. Oh nein! Ich schätze, das schweißt uns zusammen. Ja, ja, aber gehen Sie da weg. Okay. Nicht schon wieder ein Rätsel. Die Statue des Hüters, der Gott der Sonne und des Wassers. Kann man damit jetzt irgendwas machen? Mit einem Hammer vielleicht? Hierfür bin ich den ganzen... Ein Artefakt. Kann man die vielleicht nehmen? Nein. Die vielleicht? Nein. Was ist mit dem... Öffnung in der Mitte der Sonne. Ah! Coole Sache. So. Muss ich mir das jetzt merken, welches er angestrahlt hat? Ich kann aber momentan noch nichts mit der Maus machen. Oh Mann, haben Sie das gesehen? Heute wirst du ein reicher Mann, Pedro. Wir sind noch nicht drin. Warum halten Sie nicht die Klappe und stellen sich auf das nächste Symbol? Was auch immer, beschaffen Sie mir nur das Gold. Da sind wir schon beim Beschaffe mir nur das Gold. Bleiben Sie stehen und bewegen Sie sich nicht. Okay, verstanden. So, dann war hier... Dieses und zwei andere Symbole werden von den Strahlen des Gottes der Sonne erleuchtet. Genau das und das hier noch. Dieses und zwar. So, dann können wir sicherlich den Stein nehmen, den stellen wir auf uns, den stellen wir auf 1 drauf und dann der Martin auf das dritte. Okay, das ist jetzt doch nicht so. Ich habe jetzt schon wieder so ein übelstes Rätsel erwartet. So, dann geh du mal hier hin, Martin. Ah, ach ja, sowas finde ich ja toll. Sowas macht mir Spaß. Das war zwar jetzt sehr einfach, aber sowas finde ich ja geil. Sowas würde ich sogar in echt mitmachen. Das ist es. Jetzt müssen wir nur noch ein Seil hinunterlassen und Sie klettern runter. Und was werden Sie machen? Ich gebe Ihnen von hier oben Deckung und warne Sie, falls jemand auftauchen sollte. Ich soll also die ganze Arbeit machen und Sie wollen nur abkassieren? Moment mal! Es war alles meine Idee und ich habe Ihnen gesagt, wo Sie anfangen sollten. Aber ich war es, der den Eingang gefunden hat. Ach, vergessen Sie's. Ich kletter lieber runter, statt hier meine Zeit mit Streitereien zu vergeuden. Alles Gold, das ich finde, gehört Ihnen. Abgemacht? Okay, ich stehe schmiere. Hallo Reichtum, ich komme. Irgendwie habe ich ja so ein dummes Gefühl, was der Martin vorhat. Ich muss euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Was heißt Geschichte? Und zwar kennt ihr vielleicht noch diese Sendung X-Faktor. Der ein oder andere hat sie vielleicht früher gesehen. Nicht diese Musikshow, wo da irgendwelche Leute denken, dort zum Superhelden und Superstar zu werden. Nein, ich rede von dieser Mystery-Serie mit Jonathan Frakes. Dort gab es mal eine Serie. Da ging es um eine Frau an der Bar. Und einen, nee Quatsch, um einen Mann, um eine Bar allgemein und um einen Mann, der dort immer gespielt hat. Das sei Poker gewesen oder sonst irgendwelche Spiele, womit man Geld scheffeln konnte. Und die hat dann eine Münze mitgehabt und hat ihn zu so einem Spiel herausgefordert, weil er hat irgendjemandem was Böses angetan oder wollte jemandem was Böses antun. Ich weiß die Geschichte nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat sie zu ihm gesagt, das muss ich überlegen. Wartet, wie war das? Man hat ja auf der Münze immer Kopf, auf der einen Seite, Zahl auf der Rückseite. Da hat sie ihm gesagt, Zahl, ich gewinne, Kopf, du verlierst. Und genau das gleiche, denke ich, wird der Martin jetzt machen. Er hat gesagt, bringt mir alles Gold mit, was ihr findet. Ja, wenn der Martin jetzt natürlich nur eine Goldmünze findet, dann bringt er ihm die natürlich mit, nicht? Ja,
Ich liebe übrigens X-Faktor. Ist eine ganz tolle Sache. Ich habe die Folgen alle schon 5000 Mal gesehen. Ich mache das hier mal nebenbei mit dem Seil. Achso, okay, das macht er noch nicht. Ich habe das alles schon 5000 Mal gesehen. Und gucke mir das auch immer wieder total gerne. Ich kann gerne weder sehen, wohin sie führt, noch wie tief sie ist. Okay, bedeutet, wir brauchen Licht. Ein volles Benzin. Ja, das ist schon klar. Kann ich das nicht damit verbinden? Hm. Ich kann doch aber bestimmt das Seil hier runterhängen. Nee, auch nicht. Na, der Hammer, der bringt mir doch jetzt ja auch nichts. Den brauchen wir bestimmt später erst. Eine Kerosinlampe von George. Ja. Ein volles Benzinfeuerzeug. Ja. Ein Archäologenhammer. Ja. Einige Meter festes Seil. Okay. Lässt sich aber nicht kombinieren. Können wir hier noch irgendwo was anderes machen? Statue, dunkle. Ein Kältehauch kommt daraus. Ich kann weder sehen, wohin. Ein Kältehauch kommt daraus. Ein Kältehauch kommt daraus. Kann er den Stein nochmal zum Runterwerfen nehmen? Nein. Es gibt nichts zu bereden. Okay. Was ist mit der Statue? Die Zeit hat kaum Spuren auf der Statue hinterlassen. Okay. Ich kann. Okay, ich weiß, dass wir mit der Öffnung was machen müssen. Ich hätte jetzt gesagt, mit dem Seil darunter. Oder können wir den Chip runterwerfen? Um zu gucken, wie tief es ist? Nein, das vielleicht? Nein. Das vielleicht? Nein. Und mehr haben wir ja nicht einstecken. Nein. Ja gut, Leute. Da mache ich hier für heute mal wieder einen Schnitt. Ich denke, wir haben heute echt genug geschafft. Und ich freue mich dann auf die nächste Runde, Nibiru. Bis dahin. Tschüss.